Tagesthema Elektromobilität. Jeden Tag ein Gedanke zur Elektromobilität. Gleich auf dem Kanal von TeslaFam. Hallo, hier ist wieder TeslaFam mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Ein Abo wäre super, Daumen hoch fürs Video ist immer klasse und unterhalb des Videos findet ihr die Links zu den verschiedenen Internetseiten, wo ich diese Informationen hier habe. Außerdem ein Link für meine Weiterempfehlung, wenn ihr einen Tesla kaufen wollt. Ein weiterer Link für den X-Account, Twitter, ja, X ist auch in Ordnung. Aber was habe ich noch? Die Versicherung, die ich nutze für meine Elektroautos. Könnt ihr ja schauen, ob euch das auch gefällt. Ich glaube, die Tarife sind da relativ gut. Und ein paar Videos, ja, da könnt ihr aber auch in die Playlist gucken. Lasst uns anfangen. Heute wieder Neuigkeiten aus der Elektromobilität. Wie immer mein Model X Video, das zweite Teil. Mal sehen, ob ich das schaffe dieses Wochenende. Möchte ich gerne, wenn es geht. Auf jeden Fall habe ich schon mal hier mein Model X drauf. Auf meinen Becher habe ich geschenkt gekriegt zum Nikolaus. Das war ein netter Nikolaus für mich. Ja, was gibt's Neues? VW will insgesamt 10 Milliarden sparen. Jetzt ist das natürlich die Frage, 10 Milliarden nicht auf Anhieb. Ich denke mal, das ist ein gewisser Zeitraum, wo die Gelder eingespart werden sollen. Also die Zahl ist natürlich schon ganz schön mächtig. Aber es ist einfach so, dass natürlich dadurch, dass die insgesamt die Stellen bei VW über die Jahre natürlich immer höher dotiert worden sind, Unternehmen hat immer gute Gewinne gemacht, die Mitarbeiter haben immer daraufhin auch Anpassungen gekriegt, sind natürlich die Lohnkosten mittlerweile für so ein Unternehmen gegenüber einem chinesischen Unternehmen riesig explodiert. Und man ist nicht im Vergleich in Deutschland, sondern man ist auf der Welt im Vergleich und konkurriert mit anderen Unternehmen auf dieser Welt. Daher ist es so, dass Kosten eingespart werden müssen. Automatisierung, ich denke, man sollte beim Wasserkopf, also bei der ganzen Verwaltung, stark einsparen, und um so eben konkurrenzfähig zu bleiben. Ansonsten ist das ein schwieriger Weg für VW zu überleben. Besser man macht jetzt Einsparungen, als dass man später die Firma abwickeln muss. Deswegen. Und es werden viele sagen, ja, VW ist groß. Ja, es gab auch Kodak zum Beispiel, der größte Fotounternehmen der Welt. Nokia ist vom Prinzip her ja auch geschrumpft, zusammengeschrumpft. Und andere große Unternehmen, die in dem Wandel der Zeit es nicht mehr gibt. Und es gab früher Köper, die Fässer hergestellt haben oder Kutschen hergestellt haben. Unternehmen, die auch nicht mehr sind, weil sie es nicht geschafft haben, umzustellen. Kommen wir aber zu einer etwas netteren Sache, und da sind wir jetzt bei VW, und zwar ist es so, dass VW und Renault beigehen wollen und vom Prinzip her günstige Autos bauen wollen. Was sind günstige Autos? Da soll ein Elektroauto 20.000 Euro kosten, ist der ID2, glaube ich, der 20. Ich glaube, der ID1 soll 20.000, der ID2 soll irgendwas um die 25.000 bis 30.000 kosten. Bei Renault kommt der Twingo, und dann hat man da noch, was war das andere Auto? Ein zweiter war das noch. Wie heißt der noch? Auch bekannt. Na egal. Auf jeden Fall die beiden auch so 20 und 25, und VW will jetzt eine Kooperation oder versucht eine Kooperation mit Renault zu machen, was auf jeden Fall, wenn man das vernünftig strukturiert, beiden Unternehmen natürlich helfen kann, um einfach die Autoproduktionskosten geringer zu halten. Jetzt guckt man auch bei den Verbrennern und guckt da nach Autos, die günstig sind. Und ich war doch sehr überrascht, ich habe letztens mal da mal wieder nachgeschaut, dass ein Hyundai irgendwie was bei knapp 20.000 Euro anfängt. Also ich glaube, der ist noch ein bisschen runter, aber nicht viel. Und alles andere darüber. Also
man kriegt keine neuen Verbrenner, die günstiger sind als 20.000 Euro. Vielleicht gibt es ein oder zwei, die da herausfallen, aber grundsätzlich gesehen, tja, das ist, ist schon erschreckend, wie sich das Ganze entwickelt hat. Andererseits ist es natürlich so, wenn wir zurückgucken, mein Vater, als er sein Auto damals gekauft hat, waren die Autos eben im Verhältnis zum Lohn extrem teurer, als sie heute sind. Da hat sich, also im Endeffekt sind die Autos günstiger geworden, auch wenn sie viel teurer geworden sind, als sie mal waren. Ja, so ist das. Mobilität ist nicht das Günstigste, was man haben kann. Ach, ja, genau. Wann kommen diese Autos? Na, und das ist eben das, wo ich so ein bisschen zweifle, ob das rechtzeitig ist. Die Autos sollen 25, 26, 27 kommen. Bei der Twingo glaube ich eher. Andererseits ist natürlich so, die Chinesen sind auch noch nicht bei 20.000 Euro. Und Tesla hat bis jetzt auch noch kein Auto für 20.000 Euro auf dem Markt, beziehungsweise 25.000 Euro. Ich traue Tesla zu, dass sie ein sehr gutes Auto auch produzieren, was nachher irgendwas um die 25.000 bis 30.000 Euro kostet. Aber 20.000 Euro eben auch noch nicht. Also insofern, ja, schauen wir mal, ob Volkswagen das hinkriegt, mit Renault zusammen eben günstige Autos anzubieten, die eine gute Qualität, weil man kauft einen Volkswagen, weil er eine gute Qualität birgt. Das heißt, das darf kein Billigauto sein. Das muss schon auch für 20.000 Euro eine gute Qualität haben, was man dort bekommt. Tesla Software Update. Ja, das Tesla Software Update, Holiday Update, also das vom Prinzip her Feiertagsupdate, was ja jedes Jahr irgendwie so eine Kleinigkeiten herausbringt, soll jetzt kommen. Die ersten Sachen wurden da herausgefunden von Leuten, die eben da in der Software drin rumschauen. Ausgeliefert sind die, glaube ich, noch nicht. Und das eine Sache ist der Parkassistent. Das heißt, man soll jetzt eben, wie bei anderen Fahrzeugen auch, so eine 3D-Ansicht kriegen, dass man besser sehen kann, wenn man einparkt. Das könnte natürlich viele Problematiken, die man momentan mit den Einparksensoren bzw. keine Sensoren eben hat, könnte das beheben, wenn man dort eine sehr gute Sicht mit den Kameras gegeben kriegt. Solange eben man nicht währenddessen das Auto gestanden hat und dann irgendwas da vorgestellt worden ist, herausfährt, ohne zu gucken. Da kann das sein, dass die Kameras das noch nicht erreicht haben. Ansonsten kann ich mir gut vorstellen, dass die Kameras das aufzeichnen, währenddessen man reinfährt, aus den verschiedenen Perspektiven umrechnen und einem dann eben dieses virtuelle Bild geben, dass man wirklich präzise einparken kann. Bin gespannt, ob das kommt, wann das kommt. Gibt denn noch weitere Entwicklungen, wie zum Beispiel, dass man auf der Karte Blitzer sehen soll? ja, da ist denn die Frage, ob das wirklich freigeschaltet wird für Deutschland. Kann natürlich auch sein, dass das möglicherweise nicht freigeschaltet ist für Deutschland, sondern eben nur in anderen Ländern geht. Eine weitere Sache ist bei dem Holiday Update, dass es diesen Totwinkelwarner geben soll. Und da sieht man eben im Bildschirm, im Bild so eine rote Kante aufleuchten. Finde ich auch persönlich ganz in Ordnung. Ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Jetzt muss man mal abwarten, wann das kommt und bei welchen Fahrzeugen das kommt. Denn das weiß ich eben nicht genau. Der Cybertruck. Für Europa momentan noch nicht so relevant. Denn es wird so schnell hier keinen Cybertruck geben. Irgendwann wird der Cybertruck hierher kommen. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, so wie er ist, kommt er, wird er hier nicht zugelassen. Könnte sein, haben die Leute ja auch beim Joke-Lenkrad gesagt, dass das nicht zugelassen wird. Und oh Wunder, es ist zugelassen.
und ich werde da ja noch drüber berichten. Ich habe sowas und ich bin da super begeistert von. Es gibt Leute, die sind da super entsetzt drüber. So ist das Geschmack eben unterschiedlich. Aber zurück zum Cybertruck. Ja, der Cybertruck, was ist da jetzt? Ja, es wird eine sogenannte Founder-Serie rausgegeben. Das heißt, Leute sind angeschrieben worden und sind gesagt, ja, wenn ihr so einen Cybertruck haben wollt, könnt ihr die Founder-Serie kaufen. Die ersten, ich weiß nicht, ob das 2000, 3000 Fahrzeuge oder welche, wie viel Anzahl sind, gehen eben raus als First Edition, hieß es mal. Jetzt heißt das Founder-Serie. Und das Besondere dabei ist, ja, man bekommt so ein Fahrzeug, wenn man das annimmt, und man zahlt dafür 20.000 Dollar mehr, glaube ich. Das ist, glaube ich, über 120 oder so, weil das eben die Founder-Serie ist. Es gibt ja bei Fahrzeugherstellern öfter mal, dass das solche Erstserien gibt, die dann so ein paar Euro mehr kosten. Aber das sind schon richtig Gelder, die dort eingenommen werden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ja, die verkaufen zwar nur 5.000 Stück, aber nehmen für jedes Auto 20.000 Euro extra Marge ein, dann ist das schon wiederum richtig, richtig viel Deckungsbeitrag, der nur durch so ein paar Cybertrucks gemacht wird. Tesla ist schon ein Unternehmen, was extrem strategisch rangeht, wenn es ums Bepreisen geht, Angebot und Nachfrage. Umso mehr Nachfrage, umso höher die Preise, umso niedriger die Nachfrage, umso niedriger die Preise. Und somit gleicht man Produktion zu Nachfrage aus. Was ja, smart ist. Was nicht immer angenehm ist, weil wenn jemand so ein Auto gekauft hat, ich weiß, die Model X zum Beispiel bei 130.000, 140.000 Euro am Anfang und jetzt noch bei 100.000 Euro oder so ungefähr, also dann hat natürlich derjenige, der es gekauft hat, mit mal oder hat sofort einen Verlust von dieser Summe von 30.000 Euro oder was dann da das Delta ist. Aber das ist so, wenn ich etwas zuerst haben möchte, dann bezahle ich dafür mehr, egal was ich kaufe. Dann zahlt man mehr und Tesla macht noch extremere Sprünge als andere Autohersteller. Wobei bei anderen Autoherstellern zum Beispiel der EQS hat jetzt serienmäßig den Hyperscreen, der kostet glaube ich 10.000 kostete der und verschiedene andere Module mit drin, das sind rund 20.000 Euro, die Leute jetzt für denselben Preis bekommen, wo jemand eine Basisversion gekriegt hat. Ist immer so. Angebot und Nachfrage. So, was haben wir denn da jetzt noch? Supercharging. Ja, es ist absolut super, was wir durch YouTube an Informationen kriegen. Leute probieren alle möglichen Sachen aus. Man kann alles Mögliche finden, wenn man über YouTube sucht. Wie repariere ich eine Lampe XY? Dann findet man das da drin und irgendjemand hat ein Video drüber gemacht. Es ist beeindruckend. Und so ist es eben auch. Hier hat jemand mit seinem Model 3 einen Test gemacht, wenn er im Winter sein Auto am Supercharger lädt. Das wäre nun nicht das Besondere. Das Besondere ist, er hat das einmal getestet, es zu laden, wenn das Auto richtig durchgefroren ist, und einmal hat er es geladen, vorgewärmt und dann den Unterschied eben aufgenommen, wie lange das dauert. Und es ist natürlich, dass wenn der Akku komplett eiskalt ist, dass denn das Auto dafür sorgt, dass der Akku eben vernünftig aufgeladen wird, das heißt mit einer wesentlich niedrigeren Ladekurve. Und da ist das so, wenn man mit diesem eiskalten Akku an den Supercharger geht, dann liegt die maximale Leistung, die man bekommt, bei 135 kW. Oder zumindest war es bei ihm der Fall. Was hat er gemacht? Er hat sich den Innenraum hat er sich vorgewärmt, sodass er da eben drin sitzen konnte. Aber ansonsten war der Wagen eben kalt oder stand kalt und hat den dann geladen.
Von 10% auf 80% hat er insgesamt 42 Minuten fürs Laden gebraucht. Bis hin zu 60% hat das Auto mit weniger Leistung geladen, als wenn der Wagen warm wäre. Danach gleicht sich das an und die Autos sind fast ähnlich geladen, wie ihr hier auf diesem Chart seht, wo ich jetzt hier gerade drin sitze. Als er das Auto vorgewärmt im Winter geladen hat, wobei da das ja auch immer doch drauf ankommt, wie stark ist es vorgewärmt im Winter, hat das eben von 10 auf 80 32 Minuten gebraucht. Das bedeutet, der Unterschied fürs Laden sind nur 10 Minuten, trotzdem dieser Akku eiskalt gewesen ist. Finde ich an sich vollkommen akzeptabel, wenn man so ein Auto hat, was eben kalt gestanden hat und man lädt es dann. Kommt, ja, ich glaube, nicht ganz so häufig vor. Na, wenn man vielleicht fährt man los und hat sein Auto eben, weil man irgendwo, ja, man hat irgendwo übernachtet, da konnte man nicht laden. Hatte noch, ja, 10% sollte man nicht haben, aber hatte noch so 30% im Akku drin. Dann fährt man eben kalt zum Supercharger. Man kann zwar die Vorwärmung, glaube ich, kann man die wählen. Muss ich ausprobieren, weiß ich gar nicht. Ja, und dann lädt man eben auf und dann braucht man eben eine längere Zeit, um aufzuladen. Aber ja, okay, 10 Minuten ist aus meiner Sicht nicht unbedingt das, was mich jetzt total umhaut. Und natürlich, wenn man auf dem Weg ist und man fährt irgendwie 500, 600 Kilometer, dann möchte man natürlich schneller laden. Aber dann ist der Akku auch immer vorgeheizt. Also insofern lädt man dann normalerweise schneller. Ja, und zuletzt kommen wir noch einmal zum Cybertruck und in diesem Fall auf die 48 Volt, das 48 Volt Design. Das Auto hat eben keine Fahrbatterie oder keine Starterbatterie mehr. Starterbatterie, auch nicht schlecht. Auf jeden Fall das, was man früher als Starterbatterie hatte, von 12 Volt, sondern man hat eine 48 Volt Versorgungsspannung für das Auto. Problematisch bei dieser 48 Volt Versorgungsspannung ist, dass es ganz, ganz viele Komponenten gibt, die nicht auf 48 Volt arbeiten, sondern eben auf 12. Das heißt, man hat diese Transmission von 48 auf 12 Volt runter, damit man der Spannung des Nutzers oder des Nutzungsgerätes wieder entspricht. Bestimmt wird auf Dauer, wenn jetzt jeder 48 Volt nimmt, viele Komponenten automatisch diese 48 Volt nutzen für ihre Prozesse, intern in der Komponente umgewandelt, ohne dass man im Auto das wandeln muss, weil sich natürlich die Hersteller von solchen Komponenten auch auf eine andere Spannung umsetzen. Das Entscheidende bei dieser 48 Volt Technik ist, dass man wesentlich weniger Kupfer braucht, also wesentlich weniger Material, um eben ja, dasselbe zu leisten wie mit 12 Volt. Höhere Spannung, ja, die Isolation muss ein bisschen dicker sein, bin ich der Meinung, als bei 12 Volt. Ist, glaube ich, die Isolation kann ein bisschen dünner sein, bei 48 Volt ein bisschen dicker vielleicht, aber ist auch nicht jetzt so entscheidend. Und dadurch eben das Auto doch einiges an Kabel weniger hat als ein Fahrzeug, was mit 12 Volt versorgt wird. Und jetzt hat Tesla eben die Erklärung, das Handbuch dafür an andere Hersteller geschickt und ihnen das, wie sie es umgesetzt haben, zur Verfügung gestellt. Denn natürlich möchte Tesla gerne, dass andere Hersteller eben auch das machen. Damit werden alle Komponenten natürlich verbessert und günstiger wieder in der Produktion. Sehr interessante Sache. Ein guter Schritt, den Tesla da gemacht hat. Man hat bis jetzt nicht von 12 auf 48 Volt umgestellt, weil das eben sehr, sehr aufwendig ist, diese erste Umstellung. Wenn man erstmal umgestellt hat, dann ist das nachher nicht mehr so problematisch. Vor 60 Jahren hatte man umgestellt von 6 Volt auf 12 Volt, um eben bessere Versorgung zu machen. Zusätzlich hat Tesla aber auch die
verschiedenen Informationsbussysteme innerhalb des Autos der heutigen Technik angepasst, weil bei Autos wird immer noch alte Technik genutzt. Jetzt könnt ihr mich nicht festnageln, welche Technik das jetzt genau ist, wie das heißt und so weiter. Auf jeden Fall ist das so, gibt es da ein Interview mit dem Monroe und Elon Musk, wo eben darüber gesprochen wird, was dann sich alles verbessert hat. Und da ist eben gerade der Datenbus ist wesentlich, ist eben der Standarddatenbus von heute und nicht von vor 20 Jahren, wie er immer in Autos verbaut wird. Und das gibt natürlich so, dass man größere Datenmengen rüberschieben kann. Auch dort, ich glaube, CAN-Bus heißt er, sagte dann Elon Musk, dass es an sich bessere Sachen heute gibt. Nur man hat eben jetzt erstmal den Schritt gemacht, das anzugleichen. An sich gibt es noch Möglichkeiten, das zu verbessern. Das könnte vielleicht ein nächster Schritt irgendwann werden. Das soll es aber für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.